So, na dann, hallo und herzlich willkommen zu Inscription. Ja, es ist ein Horrorspiel. Ich bin eigentlich kein Fan von Horrorspielen, aber es ist ein cooles Horrorspiel und ich möchte das gerne zeigen. So, ich würde sagen, wir fangen an. Neues Spiel gibt's nicht. Fortsetzen. Aber wir hätten noch in die Einstellung gehen können. Ups, naja, egal. Dunkel. Okay. Ah. Eine weitere Herausforderin, okay. Es ist ewig her. Herausforderin, okay. Vielleicht hast du vergessen, wie dieses Spiel gespielt wird. Ja. Erlaube mir, dein Gedächtnis aufzufrischen. Spiel die Eichhörnchenkarte. Jetzt spiel dein Hamelin aus. Hamelin kosten ein Blut. Opfer müssen gebracht werden. Ehrenwerter Tod. Spiel das Hamelin aus. Wölfe erfordern zwei Opfer. Du hast nicht genug. Betätige die Glocke, um deinen Zug zu beenden. Und den Kampf einzuleiten. Denn Hamelin ist ohne Gegner. Die Zahl unten links ist die Angriffskraft. Dein Hamelin hat mir einen Schaden zugefügt. Ich habe ihn auf die Waage gelegt. Du gewinnst, wenn du meine Seite bis ganz nach unten bringst. In etwa so. Ich bin dran. Dein Hamelin steht meinen Kojoten im Weg. Mein Kojote hat deinen Hamelin zwei Schaden zugefügt. Das heißt, diese Gesundheit des Hamelins verringert sich um zwei. Die Gesundheit eines Kreatur auf null fällt, stirbt sie. Du bist wieder am Zug. Du kannst von deinem Stapel nachziehen oder ein Eichhörnchen ziehen. Wie langweilig. Keine Angst, die Beste wird geopfert, aber nicht aus deinem Deck entfernt. Ihr Leiden war real, doch du wirst sie wiedersehen. Packen wir mal da hin. Weil du noch lernst, werde ich passen. Die Schnappschildkröte braucht. Oh, die hat gut Verteidigung. Drei Schaden zugefügt, drei Gewichte für die Waage. Passe. Eichhörnchen hat 0 Damage. Cool. Du hast diese Partie gewonnen. Es wird nicht immer so leicht sein. Lass mich deine Geschichte in Erinnerung rufen. Oh ja. Du hattest dich tief im Wald verirrt. Ein einzelner Pfad trat zutage. Zwei Bewohner des Waldes näherten sich, zögern. Die unverwüstliche Katze. Wenn du das arme Tier opferst, stirbt es nicht. Die bissige Natter, der Schaden ihres Giftbisses ist immer tödlich. Ich nehme die Katze. Am weiteren Kröte schließt sich deine Karawane an. Einige Kreaturen des Waldes wirkten bereits dir zu folgen. Du fandest einen zurückgelassenen Rucksack. Du hast ein Eichhörnchen in einer Flasche gefunden, im Notfall einfach zerbrechen. Und nimm dir einen zweiten. Ein weiter nützliches Werkzeug. Ich werde dir erlauben, damit etwas auf die Waage zu legen. Mehr als drei kannst du nicht tragen. Okay. Gehen wir weiter.
Du wurdest überfallen, als du unwegsames Gelände durchforstest. Du hast mich geopfert, während ich schlief. Das war die richtige Wirkung, ich verstehe es. Vielleicht hilfst du mir. Mach deinen Zug, spiel erst einmal mit. Okay, jetzt kannst du meine Züge vorzeitig sehen. Wolfsjunge. Entwicklung. Eine Karte mit diesem Siegel wächst nach einer Runde auf dem Brett zu einer mächtigen Form heran. Okay. Frage ist, kann man den Stein opfern? Ja. Opfern? Okay. So, laut, sie läuft, stirbt er nicht. Wenn eine Karte mit diesem Siegel geopfert wird, hat das nichts dem Tod zur Folge. Okay. Auf geht's. Mal sagen, los geht's. Pass auf, das eifrige Wolfsjunge auf. Es altert schnell. Nehmen noch ein Eichhorn. Eichhörnchen. Das können wir ruhig schon mal platzieren. Da bin ich mein Zug. Du weißt schon, dass du mehr als. Ja. Die Fledermaus fliegt über Kreaturen hinweg und greift direkt an. Perfekt. Glaube ich noch ein Wolf, ne? Zack. So. Sehr gut. Du gewannst die Oberhand und reist es weit über das nunmehr blutbefleckte Gelände. Ach, das bisschen Blut. Der bescheidene Spieler Sperling, ein günstiger, wenn auch schwacher fliegende Kreatur. Ein kleiner Wolfsjunge. Wir nehmen den Sperling. Fliegende Gegner sind OP. Du stießt auf ein paar seltsame Steine im Nebel. Du sahst dich veranlasst, ein würdiges Opfer zu wählen. Eines, das für immer verloren wäre. Oh, eigentlich. Die Katze würde ich gern behalten. Du musst dann. Wähl mich. Du musst dein Menagier gemüßt und deine Gesundheit wird ausgewählt. Okay. Welche Ehre. Ein grausiges Spektakel, doch die Seele der Karte Katze lebt jetzt in der Karte Hermelin. Er lebt jetzt für immer. Nice. Sieht nach einem Boss aus. Sieh dir meinen Totem an, es überträgt das Siegel flugfähig auf meine hundeartige Karten. Ach, hier können wir uns nochmal genauer angucken. Okay. Ich würde sagen, wir spielen das Eichhörnchen. Definitiv ein bisschen mehr. Und spielen dann noch den Berling.
Ich würde es bei den Kojoten hinpacken. Das ist besser. Mein Totem hat an meinen Kojoten die Gabe des Fluges gewährt. Okay, es geht doch über mich drüber. Das heißt, ich müsste ihn eigentlich rein theoretisch outdamagen, aber ich kann es noch rauszögern. Zeit kann ich es noch rauszögern. Es ist völlig verrückt. Das siehst du ja, oder? Kümmert sich nicht um die Regeln. Wirklich. Erbärmlich. Genug. Behalte mich nur hier, um mich leiden zu sehen. Okay. Okay, den Kampf kann man nicht gewinnen. Zurück aufs Brett. Ja, das war's. Plum. Du hast verloren. Lerne daraus. Vielleicht kannst du nur so meine Enttäuschung in Grenzen halten. Steh auf. Verlass den Tisch. Hol mir den Katzenleuchter vom Fass neben der Tür. Ich kann die Kerze ausmachen. Da brauche ich einen Schlüssel. Hier ist ein Messer. Hier ist ein Safe. Spielfiguren. Ein Spiegel. Oder ist es ein Bild? Es ist ein Bild. Ein Ohr. Werkzeug. Na, dann holen wir mal den Kerzenleuchter. Bring ihn her. Chill. Jetzt setz dich wieder. Lass mich dir etwas erklären. Das war einer der beiden Fehler, die du hier machen kannst. Wenn du einen weiteren begehst, muss ich dich opfern. Also, wo waren wir? Okay. Ein Natter stinkt hier. Das gemähte stinkt hier. Sein Gestank verringert die Stärke des Gegners. Okay. Die zähe Schnapperschildkröte. Nahezu unüberwindliche Verteidigung. Ich nehme die Natter. Ein Camp oder das hier. Was ist das? Ach, ein Opferschrein. Wir opfern den Sperling. Und geben das auf den Wolf. Blum. Ein Wolf mit Flug, why not? Ne? Gibt den aus für uns beide. Er ist irgendwo in dieser widerlichen Hütte. Sei still oder ich reiße dich in Fetzen. Dann kann ich sterben. Was will er spielen? Ein Grizzly. Ja, moin. Die große Tanne. Verteidigung gegen Fluggegner. Okay. Können wir das Eichhörnchen spielen? Holen es in Hermlin. Diese Stille. Bist du sicher? Ja, ich bin mir sehr sicher. Dann her mit dem Wolf. Zack. Angriff. Free Damage gemacht. Opfern. Dann ziehen wir ganz rechts. Auf geht's. Wunderbar. Da drüben hätten wir einen Rucksack. Ja, why not?
noch ein Wolf. Ein unbeständiges Hirsch. Er bewegt sich nach dem Angreifen. Ein Grizzly. Ich nenne den Grizzly. Den Grizzlybär. Noch ein Rucksack. Können wir vielleicht Objekte austauschen? Du kannst bis zu 3 Gegenstände tragen und du hast 3. Vielleicht nimmst du stattdessen dieses Geschenk von meiner Freundin an. Eine Buschratte. Die kluge Buschratte zweifelt nie an der Nützlichkeit eines guten sortierten Vorrats. Okay. Mal warum sie kann. Bumm. Die Bäume scheinen näher an dich heranzurücken, als ein frostiger Nebel hereinwallte. In der Ferne konntest du das Klirren von Metall auf Stein vernehmen. Eine gebeugte Gestalt stand dir im Weg. Jeha, es wäre der Goldsucher. Ne, auf Goldsucher? Leichter Boss. Das Nulli ist der Schlüssel. Uli. Wenn der Besitzer seine Zug beendet, bewegt eine Karte diesen Siegel, dass ich auf dem Siegel angerichte Richtung. Okay. Wir haben einen Felsbrocken. Das ist bestimmt Goldhinder. Was machen wir denn? Was kannst du eigentlich? Wenn deine Karte mit diesem Siegel ausgespielt wird, erhältst du einen zufälligen Gegenstand, sofern dein Rucksack nicht voll ist. War nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, wir holen natürlich unser Dings wieder. In Ordnung. Können wir schon mal angreifen? Holen wir uns ein Eichhörnchen. Können wir uns nämlich die Natter holen. Legen los. Ziehen das nächste. Oh, nice. Den Wolf. Perfekt. Ich habe jetzt kein Eichhörnchen. Wie kann ich eigentlich auf mein Inventar zugreifen? Das wollte ich nicht. Ups. Oh. Flickst mein Maultier. Eine Schlange, die vielleicht noch tödlich ist als der Mensch. Ja, ziehen wir mal. Können wir nämlich jetzt noch einen Wolf und ein Stachelschwein. Können wir jetzt noch einen Wolf bis. Holen wir jetzt den normalen Wolf hier. Wir holen uns lieber den normalen Wolf. Ich finde es auch schön, dass die Karten zittern. Wir schnappen uns noch ein Eichhörnchen. Können wir nämlich nochmal den Wolf opfern und angreifen. Das sollte reichen. Hoffentlich hast du nicht geglaubt, es würde so leicht sein. Es ist Gold in diesen Karten. Gold, ich bin auf Gold gestoßen. Bluthund, was kannst du denn? Wenn eine gegnerische Kreatur gegenüber von einem leeren Feld platziert wird, bewegt eine Karte mit diesem Siegel auf diesem leeren Feld. Das ist Spott quasi. Sind alle Felder ausgelegt, ich habe keinen Platz dafür. Okay, so. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Was kannst du eigentlich? Wenn eine Karte mit diesem Siegel getroffen wird, erleidet der Angreifer einen Punkt Schaden. Okay. Wie viel Leben hat der Hund? 3. Hat aber auch 2 Damage. Okay.
bräuchte eigentlich mein Eichhörnchen. Die Eichhörnchenflasche da hinten. So kriegt er wenigstens ein Damage. Könnte es auch auf den Kojoten platzieren, hat aber auch zwei Schaden. Ich finde schön, dass er mir gesagt hat, so, ja, du hast Objekte, aber ich weiß nicht, wie man meine Objekte benutzt. Ah, so. Hier können wir nämlich das Eichhörnchen mit dem Stinktier blockieren. So, kriegt er wenigstens ein Damage. Na dann. Eine scherzhafte Vergeltung. Ja, mag sein. Schnappschildkröte ist mir jetzt nicht gerade hilfreich, ehrlich gesagt. Kojote macht immer noch einen Damage. Ich nehme schon mal mein zweites Eichhörnchen. Und legen los. Natürlich durfte ich jetzt meine stärken Karten eigentlich schon verloren habe. Aber naja, was soll's. So, jetzt haben wir zwei Eichhörnchen. Dann können wir uns den Grizzly besorgen. Wir müssen Eder vorstellen. Ja. Das war's. Das können wir nicht machen. Noch eine Natto. Oh, verloren. Naja.